Hallo, so ein schöner Morgen im Winter, schön kalt, minus 2 Grad, aber so ein Tag muss genutzt werden. Schöne Radtour, vielleicht an der Ostsee, mal sehen, wie weit ich heute fahre. Heute mal ein bisschen der Nase lang. Okay. Echt herrlich, so ein klarer Wintermorgen. Paar glatte Stellen und gut, ich habe die Spikes. Doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber herrlich ist das. Die ersten 10 Kilometer sind schon wieder vorbei. Ich bin gerade hier in Schwänzbühl und fahre gerade an der Mühle vorbei. Renata. Der Scheersberg überqueren mit dem Bismarck-Tor. Da fahre ich aber heute nicht hin. Ein andermal, wenn vielleicht die Rapsfelder blühen, dann sieht alles viel toller aus. So, einmal durch Großqueren. In der Kirche vorbei. Und schon ist noch wieder draußen. Oh, aber schön. Alter, super Aussicht. In der Kirche.
die nächste Kirche in Steinbergkirchen. Jetzt ist schon 20 Kilometer rum. Ja, wer meint, der Norden ist hier nur flach, der täuscht. Der ist bei uns hier ganz oben. Da geht es doch immer mal wieder mächtig runter und wieder hoch. Wie man ihn hier auch schön sieht, hoffentlich sieht. Na, Möwe, willst du mitfliegen? Ich fliege mal mit der Möwe hier. Geil, super. So, da muss man mal hoch. Und dann müsste auch gleich die Ostsee da sein. Alter Schwede. Ist das schön heute. Ist nicht zu toppen. Das ist nicht zu toppen. Das ist so. Da weiß man wieder, wo man wohnt. Alter Schwede, das ist schön. Was schön. Mann, ist das schön hier. Das muss ich mich wiederholen, glaube ich. Aber das ist ja herrlich. Das ist nicht zu toppen. So schön kann Winter sein. Aussicht. Aber wer ist doch? Ich fahre ja auch gerade auf den Ostseeküstenradweg. Den habe ich ja schon mal abgefilmt. Aber ist auch immer anders. Das Wetter ist ja heute auch wieder grandios. Da sieht alles immer wieder anders aus. Voll.
der Strand von Ohrfeld-Haff. Hier fahre ich oft meine Feierabendrunde, wenn wieder Sommerzeit ist. Das ist so mein Lieblingsplatz hier, mein Lieblingsziel. Schaffen wir das gerade nicht so toll, aber landschaftlich kaum zu toppen. Geldingmole hier. Wir gingen ja früher mal eine Fähre rüber nach Dänemark, nach Faaborg, aber das ist ja auch schon Jahrzehnte hier. Jetzt sieht das hier so aus. Weil ich fahre jetzt noch, dann kehre ich um. Das langt ja auch für dieses Wochenende. Hier, perfektes Wochenende hinter mir. Freitag noch 45 nach Feierabend. Gestern 100. Heute werden es auch locker 70. Ja, knapp 70, ne, das werden 70. Deswegen, Geldinger Berg könnte man natürlich auch noch mal wieder mitnehmen, aber heute mal nicht. Habe ich ja schon mal gezeigt. Hier werde ich aber noch eine Pause machen. Bei Banane und Kekse und Cola. Ist ja sehr schön hier. Nach Hause. Oh, bis Ohrfeld-Haff fahre ich erstmal wieder auf den Ostseeküstenrad zurück und dann geht's landeinwärts wieder nach Hause. Musik.
Heute ist der 20. Januar und ich habe schon über 1000 Kilometer dieser gefahren. Da ist aber auch mit der Rolle mitgerechnet. Also dieses Jahr läuft es wieder ziemlich gut bei mir. Mal sehen, was das Jahr noch bringt. Man weiß ja nie. Aber das ist ja schon herrlich hier. Das ist schon echt top. Haff. Und jetzt geht's schnurstracks nach Hause. Kann der Winter sein. Kilometer 51, da bin ich gleich wieder in Schwensbü, da wo die Mühle war. Super getimed gerade. Das passte. Oh, da ist wieder der Fernsehturm. Denn es ist auch nicht mehr weit.
So, das war's für heute. Das sind keine 70 Kilometer geworden. Nur 63. Aber egal. Habe es auch genossen heute. War echt schön. So ein Tag muss festgehalten werden. Ich hoffe, es hat gefallen, so wie ich das jetzt mache. Bis zum nächsten Mal. Für eventuell Quietschgeräusche, das kommt von der Sattelstütze. Ich glaube, da muss ich noch mal ran. Ah ja, vielen Dank fürs Anschauen.